Hallo und herzlich willkommen alle Zuseher bei YouTube und hallo und herzlich willkommen alle Podcast-Zuhörer. Wir haben heute den Dominik Baumgartner zu Gast. Er ist 24 Jahre alt, Innenverteidiger und zwar beim Wolfsberger C in der österreichischen Bundesliga. Ich freue mich riesig, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo und servus, lieber Dominik. Hallo, servus. Freut mich, hier zu sein. Dominik, gratuliere zum Sieg. Am Wochenende gewonnen gegen die WSG Tirol. Wie war das Spiel aus deiner Sicht und was ist für euch in der Saison noch möglich? Ja, es war einmal ein sehr wichtiger Sieg, weil wir doch sehr schlecht in die Meisterrunde gestartet sind. Von dem her war es einmal sehr wichtig, dass wir die drei Punkte mitnehmen. Ich glaube, es war ja durchaus verdienter Sieg. Ich glaube, wir waren die bessere Mannschaft, haben eigentlich wenig zugelassen und vorne schon einige Chancen gehabt. Von dem her finde ich, war es ein verdienter Sieg. Ja, unser Ziel ist es natürlich zu schauen, dass wir vielleicht wieder in die Europa League oder Conference League, was halt dann auch immer, also internationale Startplätze zu kommen. Das wollen wir erreichen. Da fehlen uns noch ein paar Punkte, aber ich glaube, dass das noch möglich ist. Weil du es angesprochen hast, Conference League, weil es gerade aktuell ist. Was ist deine Meinung zu dieser super tollen Super League? Ja, ich halte da ehrlich gesagt nicht sehr viel davon. Ich glaube, dass das eher den Fußball zerstören wird. Ich bin ein großer Fan von der Champions League. Finde ja, dass das eigentlich ja, so passt, wie das momentan ist, dass man da nicht viel ändern muss. Obwohl da jetzt da Reform ansteht, was ich gelesen habe, 2024. Von dem her, ja, ich bin da wirklich eigentlich sehr dagegen und hoffe, dass sich das noch ändern wird. Ich bin ja absolut deiner Meinung, ich setze noch einen drauf, ich finde es eine bodenlose Frechheit. Gut, ja, Dominik, du bist aus einer Fußballerfamilie gekommen. Dein Vater war Fußballspieler, Alfons Baumgartner, dann dein Bruder spielt bei Hoffenheim, der Christoph. Der Stefan Feiertag, der Cousin, spielt bei der zweiten Mannschaft Austria. Ist schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden, der Fußball, oder? Ja, es hat sogar meine Mama hat auch Fußball gespielt. Wirklich? Nein. Ja, der hat auch in der zweithöchsten Liga Österreichs gespielt. Cool. Von dem her, ja, es ist wirklich eine fußballbegeisterte Familie. Und wir haben halt einfach schon als kleine Kinder sehr früh angefangen, im Garten Fußball zu spielen. Haben uns dann eben dadurch, dass wir eigentlich fast die ganze Familie mütterlicherseits innerhalb von 100 Metern in einem kleinen Dorf wohnen, haben wir uns da eben mit meinen Cousins immer getroffen in irgendeinem Garten, haben gemeinsam Fußball gespielt und ja, ich glaube, das hat sich dann irgendwie auch ausgezahlt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bis zum 13. Lebensjahr warst du bei SV Horn und dann für 4 Jahre in der Akademie St. Pölten. Wie war die Zeit in Horn, so als kleiner Bub, und dann die Teenagerzeit in der Akademie? Da ist schon ein bisschen mehr Konkurrenz, ein bisschen mehr Druck. Nimm uns da mal mit. Ja, Horn war halt die größte Stadt in der Nähe von uns. Von dem her war es irgendwo klar, dass wir da anfangen, Fußball zu spielen. Es war eine sehr schöne Zeit. Mein Papa war dann eben auch dort Fußballtrainer. Meine Mama hat es dann später die Jugendmannschaften eben teilweise trainiert oder mitgeholfen. Ja, war immer sehr schön. Hat wirklich sehr viel gebracht, glaube ich, ist ein sehr guter, aufgestellter Verein, vor allem im Nachwuchs. Und dann bin ich eben mit 14 in die Akademie gekommen, als ein Jahr jüngerer, also als Frühaufnahme. War am Anfang nicht sehr leicht, weil es doch Internat dann war, Schulwechsel war dabei, dann war eben noch, dass ich eben am Anfang, ja, dadurch, dass ich jünger war, nicht so viel gespielt habe. Aber ich weiß, war, glaube ich, trotzdem der richtige Schritt, weil es einfach, ja, Akademie ist halt doch nochmal um einiges professioneller als ein Jugendverein es ist. Von dem her, glaube ich, war es ein sehr guter Schritt. Bevor wir zum Wechsel zurück nach Horn kommen, mit 17, hat dazwischen etwas sehr Cooles stattgefunden, die U17-Weltmeisterschaft. Was ist das für ein Teenager? Also für ein Gefühl als Teenager, wenn man da mit 16 bei der WM spielt, kann man mit 16
da mich Sachen interessiert, okay, das erste Mal Alkohol, Fortgehen, Mädchen, ja, und dann spürst du da eigentlich bei der Weltmeisterschaft. Nimm uns da mal ein bisschen in deine Gefühlswelt mit. Ja, war natürlich sehr cool, dass wir uns da qualifiziert haben. Es war schon die Europameisterschaft davor in Ungarn, das erste große Erlebnis sozusagen. Oder nein, Slowakei war es nicht, Ungarn, und Ungarn war dann U19. Von dem her, das war schon sehr cool. Und wie wir dann 2-1 gegen die Schweiz gewonnen haben und uns damit für die Weltmeisterschaft dann in Vereinigte Arabische Emirate qualifiziert haben, das war natürlich ja damals das Größte, was gegeben hat. Und war dann ein super Erlebnis. War natürlich jetzt vom Klima her sehr, sehr komisch und sehr anders. Wir waren da, ich glaube, die erste Woche dort, haben kein einziges Training wirklich gehabt, sondern einfach Wirklich? einmal zum Akklimatisieren. Waren nur in, keine Ahnung, in der Ferrari World, in Wasserparks, dass man sich einfach an das Klima, also es war dann schon fast mehr Urlaub. Aber ich Okay. glaube, es wäre anders einfach wirklich nicht gegangen. Wie Es viel war Grad einfach, habt ihr gehabt, so durchschnittlich? Kannst du dich vielleicht erinnern? ich glaube, es waren um die 30 Grad, aber die Grad ist jetzt gar nicht so das Schlimme, sondern einfach diese Luftfeuchtigkeit, die dort herrscht. Wenn du rausgehst, bist du eigentlich fast nass geschwitzt gewesen. Und das war am Anfang schon ziemlich hart. Aber ich glaube, ja, wir haben dann leider eben, sind wir in der nach der Gruppenphase ausgeschieden, hätten, glaube ich, ja, durchaus mehr erreichen können, aber es war trotzdem ein super Erlebnis. Auf jeden Fall ein Erlebnis, das man nie vergessen wird, und man kann da was erzählen, dass man in dem Alter schon wirklich was erlebt hat. Ja, mit 17 dann zu Horn zurück für 2 Jahre und dann nach Grödig für ein Jahr. Dominik, warum hat es bei Grödig nicht funktioniert? Ich würde gar nicht sagen, dass es bei Grödig nicht funktioniert hat, sondern ich bin ja damals bei Horn habe ich dann leider zwei sehr schwere Verletzungen gehabt. Habe zweimal einen Kreuzbandriss im rechten Knie gehabt. Ui. Bin dann eigentlich als verletzter Spieler zu Grödig gewechselt und habe nur die ganze Hinrunde eigentlich nur Aufbautraining gehabt. Und habe dann eben, nachdem ich fit war, mich langsam wieder reingetastet und hab dann eben bei Grödig die Chance erhalten, sogar die ersten Bundesligaspiele zu machen. Was eigentlich, ja, eigentlich für mich ganz gut war. Leider sind wir dann mit Grödig abgestiegen. Ich glaube, sonst wäre das damals schon sehr gut gewesen. Und der Verein hat sich dann eigentlich aus dem Profi-Dasein zurückgezogen. Von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass bei Grödig nicht funktioniert hat. Okay. Das heißt, nicht viel gespielt, aber sehr, sehr viel Erfahrung mitgenommen. Kann man das so Ja, auf jeden definieren? Fall. Vor allem, wie gesagt, am Anfang war ich eben mit der Verletzung, war ich eigentlich sehr wenig in Grödig, sondern das habe ich eigentlich das ganze Reha-Programm noch in Wien gemacht. Ich bin dann erst im Frühjahr richtig zur Mannschaft dazugestoßen, und habe dann eher, ich glaube, 7 Spiele oder 8 Spiele von 14 oder so gemacht. Von dem her, war das jetzt da gar nicht so, dass ich so wenig gespielt habe. Es war halt einfach mit der Verletzung damals, war es halt leider so, aber das gehört halt zum Fußball dazu. Ist ein super cooles Beispiel für Statistik-Lüge manchmal. Also für alle Menschen, die Interviews vorbereiten, nicht nur Statistik ausschauen, so wie, sondern sich auch informieren, was passiert ist. Ja, oft kann man das gar nicht so herauslesen, was wirklich ist. Aber ich habe wieder dazugelernt. Danke dir, Dominik. Gut, dann ging es für 3 Jahre zu Wacker Innsbruck. Und da hast du eine richtig geile Zeit erlebt. Ja, der hat die Statistik abpasst. Also Meister in der zweiten, Meister in der zweiten Liga, Aufstieg in die Bundesliga. Nimm uns da mal mit, was war das so für eine Zeit? Ja, war eben dann nach dem Grödig-Ding, bin ich zu Wacker gewechselt. War am Anfang, wir wollten gleich im ersten Jahr, war eigentlich das große Ziel direkter Aufstieg. Haben wir dann ja eigentlich sehr klar verfehlt, würde ich jetzt mal so sagen. War am Anfang auch nicht allzu leicht die Zeit, auch für mich. Habe da ein paar Probleme gehabt, reinzufinden. Habe zwar trotzdem recht oft gespielt, aber war noch mit meinen Leistungen trotzdem nicht hundertprozentig zufrieden. Entschuldigung, ich unterbreche ganz kurz. Wir haben sehr viele junge Zuhörer dabei. Du hast halt am Anfang ist nicht so gut gelaufen für dich. Was hast du gemacht, dass du für die wieder in die Spur kommst?
Ja, es war am Anfang ein kleines Problem. Ich habe mich mit dem Trainer nicht so ganz gut verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat dann durch den Trainerwechsel habe ich dann sehr viel Vertrauen von dem Trainer bekommen. Das hat mir wirklich sehr geholfen, dass ich da wieder zurück, also den Weg zurück zur alten Stärke sozusagen finde. Das war für mich persönlich sehr wichtig. Und wie gesagt, dann ist es Stück für Stück besser worden. Sind dann im zweiten Jahr eben aufgestiegen, habe da dann wirklich sehr, sehr gute Leistungen gebracht und war, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil von der Mannschaft. Und ja, dann im dritten Jahr Bundesliga habe ich dann eben das erste Halbjahr noch bei Wacker verbracht, waren dann, glaube ich, auf Platz 10 oder irgend sowas. Und dann ist eben das Angebot von Bochum gekommen, und dann bin ich eben zu Bochum gewechselt. Das heißt, es ist schon wichtig, was für ein Trainer da ist, ja? Weil man unterschätzt das manchmal so als Außenstehender, okay, das ist ein Trainer, der ist gut, das ist ein Spieler, der ist gut, aber die Harmonie, die Sympathie muss ja auch irgendwie da sein, ja? Und ihr Fußballspieler seid ja keine Maschinen, ihr seid ja auch Menschen. Das heißt, wenn ihr der Meinung seid, und ich habe viele Spieler zur zweiten Liga und Bundesliga, die mir das immer wieder sagen, Tag der Trainer geht mir am Arsch, ja, ohne jetzt Namen zu nennen, dann wird das immer gleich kategorisiert, dass der kann sich nicht einfügen in die Mannschaft. Aber das ist eure Meinung, ja. Aber würdest du das vielleicht unterschreiben, dass es dann am Ende des Tages doch wirklich nur dir schadet? Ich würd jetzt gar nicht sagen, dass der Trainer jetzt für alle schlecht ist oder sonstiges, sondern es gibt halt einfach Spieler, die in einem Spielsystem besser funktionieren als in einem anderen Spielsystem. Und jeder Trainer hat irgendwo sein eigenes Spielsystem, was ja durchaus verständlich ist. Und da gibt es eben Spieler, die funktionieren in dem Spielsystem nicht so gut wie in einem anderen Spielsystem. Und das merkt man, glaube ich, jetzt nicht nur in unteren Ligen oder nicht ganz so guten Ligen, sondern das merkt man, glaube ich, bis rauf in die absoluten Top-Ligen, dass Spieler einfach, keine Ahnung, sie wechseln den Verein und es funktioniert nicht so. Und dann wechseln sie aber wieder woanders hin und plötzlich sind sie wieder richtig stark. Und ich glaube einfach, dass das sehr viel am Spielsystem des Trainers liegt. Wobei ich jetzt wirklich nicht sagen will, dass der Trainer schlecht oder sonstiges ist, sondern es passt halt einfach für den Spielertypen nicht so gut wie für einen anderen. Naja, bestes Beispiel vielleicht Griezmann, ne? Bei Atletico alles zerrissen, bei Barcelona kann er mal Genau, durch. so an sowas habe ich gerade eben gedacht. Und das merkt man eben, dass das bis ganz rauf so ist. Bei Innsbruck hast du gespielt mit Michael Lercher und mit Christopher Knett, war das die Saison? Ja, oder? Genau, ja. Also Die waren ja auch im Inter schon. der Lercher Michael habe ich mit dem ersten Jahr zusammengespielt. Mit dem war ja bei der Weltmeisterschaft, U17 war der ja dabei. War man, glaube ich, sogar gemeinsam im Zimmer, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Knetti ist dann eben im zweiten Jahr gekommen, wo wir dann aufgestiegen sind. Ja, beide zusammen gespielt. Cool. Du, das ist angesprochen, 2019 der Wechsel zu Bochum, inklusive sofortiger Leihe nach Wolfsberg. War das so ab, ne? Das stimmt nicht. Ich Das glaube, da hat stimmt wieder nicht. wieder die Ich bin der Statistik. schlechteste Interviewvorbereiter in der Geschichte der Interviewvorbereitung. Ja? Gut, wie war es? Bitte klär uns auf, Dominik. Ich bin im Jänner nach Bochum gewechselt. Habe dann das erste, ja eigentlich bis zum 1. September bin ich dann nach Wolfsberg gewechselt. Also habe 9 Monate eigentlich in Bochum gespielt. Von dem her war es nicht die direkte Leihe, sondern eben erst nach 9 Monaten. Okay, gut, dann lass mir die Frage jetzt anders formulieren. Ist alles live, ist alles live. Wie kam es dazu, dass du dann die Leihe zu Wolfsburg gemacht hast? Wie ist das dann passiert? Ja, es war eben so, dass ich in Bochum am Anfang eigentlich sehr gut mich zurechtgefunden habe, Spiele bekommen habe. Leider eben meine Leistung nicht gebracht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann war ich ja zeitlang raus, habe dann am Ende der Saison wieder gespielt, zwar als Rechtsverteidiger, aber habe meine Spiele bekommen, habe dann auch entsprechende Leistung gebracht, habe mich dann leider im vorletzten Spiel verletzt, habe Bänder bis zum Knöchel gehabt. Ich habe mich dann in der Vorbereitung ein bisschen gehindert, dadurch habe ich auch die U21 Europameisterschaft verpasst, und habe dann in der Vorbereitung noch einen kleinen Muskelfaserriss gehabt. Dadurch war die Vorbereitung nicht so gut und
Ich habe dann gemerkt, dass ich wahrscheinlich wenig Chancen habe, in Bochum zu spielen. Dadurch haben eben mit Bochum zusammen haben wir uns dann entschlossen, dass ich eben eine Leihe anstrebe. Da hat sich dann in relativ kurzer Zeit, eben, es war kurz vor dem Transferschluss, in Wolfsberg aufgetan, und ich bin dann nach Wolfsberg gewechselt. Ja, so ist das dann zustande gekommen. Okay, Gut. Aber du hast dazugelernt. Dann aber ein Jahr in Wolfsberg gewesen, zurück von der Leihe. Und dann hast du gedacht, okay, ich bleibe bei Wolfsberg, weil es gut gelaufen. Da habt ihr den Einzug in die Europa League geschafft. Ist einmal bis dahin richtig, oder? Stimmt so, ja. Jawohl, ja. Sehr gut. Und wie ist das für dich jetzt, wenn du sagst, okay, da ist so gut für mich gerannt, ja? Schade, dass in Deutschland nicht so gut gerannt ist. Oder sagst du, na, das ist jetzt was passiert, das hat mir geholfen, ja, die Laie und auch der Erfolg, dann bleibe ich gleich dort. Also du traust du dem vielleicht ein bisschen nach, dass in Bochum oder in Deutschland nicht so der Erfolg da war? Nachtrauern nicht wirklich, na, also ich hätte ja durchaus auch die Chance gehabt, zu Bochum zurückzugehen, aber für mich war dann eigentlich mit dem Erreichen der Europa League klar, dass ich in Wolfsberg bleiben will, wenn die Vereine eine Lösung finden, und das haben sie Gott sei Dank dann gefunden, und ich glaube, im Nachhinein war es jetzt mit der Europa League Saison sehr, sehr gut für mich, wobei jetzt da Bochum um einen Aufstieg mitspielt von ja, aber ich freue mich für Bochum sehr, weil ich trotzdem eine sehr schöne Zeit dort gehabt habe und der Verein trotzdem für mich trotzdem was Besonderes gewesen ist, auch wenn ich nur sehr kurz dort gewesen bin, aber es war trotzdem meine erste Auslandsstation. Und ich hoffe, dass sie den Aufstieg schaffen, und bin auch eigentlich, wenn es die Zeit ermöglicht, schaue ich mir jedes Spiel von Bochum im Fernsehen an. Okay, cool. Du hast ja alle U-Mannschaften von Österreich durchlaufen. Dein Bruder hat es auch schon geschafft. Ist das ein Thema für dich, das A-Team? Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, nein, es ist kein Thema. Aber es ist natürlich so, dass wir, glaube ich, in Österreich vor allem auf den Innenverteidigerpositionen sehr, sehr gut also auf der Innenverteidigerposition sehr gut aufgestellt sind. Ja, ich glaube einfach, man muss wirklich über mehrere Jahre seine Leistung beim Verein bringen. Dann ist es, glaube ich, möglich, dass man das schaffen kann, wenn man jetzt in Gernot Trauner anschaut. Das ja jetzt vom LASK jetzt nicht so einen Riesenverein geschafft hat. Und von dem her ist es ein Thema, aber ich beschäftige mich jetzt ehrlicherweise nicht wirklich damit, weil ich einfach sehe, dass der Trainer da einen ganz guten Grundstock hat, den er vertraut. Und das ist auch okay für mich so. Okay, mal schauen, was noch passiert. Du bist noch jung. Bringst eben auch eine Leistung, das, was du gesagt hast, was wichtig ist. Also von dem her, schauen wir, was passiert. Dominik, Ich würd super nicht Nein Interview. sagen. Super Interview. Möchtest du irgendwas noch loswerden? Möchtest du irgendwas noch den Zuhörern und den Zuschauern auf dem Weg mitgeben? Schwierig. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, dass vor allem mal alle gesund bleiben. Das ist A und O. Und dann halt natürlich, ich weiß, es ist sehr schwierig für viele. Wir haben es als Profifußballer da eigentlich sind wir sehr privilegiert, dass wir zumindest spielen dürfen, aber wenn es jetzt natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder unter Ausschluss dazu einfach nur halb so viel Spaß macht. Aber ich hoffe, dass die Situation bald wieder vorbei ist, und dass wir dann wieder gemeinsam im Stadion, egal zu wem man jetzt hält, Fußballspiele anschauen kann und feiern kann. Ja, das hoffe ich natürlich auch und ich glaube, das hoffen alle Zuseher, alle Zuhörer. Dominik, danke für das Interview. Danke für Gerne. die Zeit, danke für die Energie und viel Spaß und viel Erfolg noch in deiner Karriere. Dankeschön.